Hallo, der Blind Spectator, vor euch am Mikrofon. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trine. Wir sind hier runtergefallen. Das ist nicht so schön. Nein, zu langsam. Nein. Da ist er nicht mehr rausgekommen. Okay. Wir haben zwar nur noch die Hälfte leben, aber dort kann man arbeiten. What the fuck? Wie sie hier mit Speeren werfen, als hätte sie nichts Besseres zu tun. Hallo? Das Spiel war da auch richtig dick geschädigt, dass ich gar nicht durchkomme. Moment. Hammer. Wenn Hammer steckt man strammer oder so. Ja. Ja, das hat nur ein bisschen gepiekst. Keine Sorge. Ups. Ah, ich seh's. Da unten. Noch irgendwas? Nee, scheinbar nicht. Okay, hier ist wieder was, wo man wachsen lassen muss. Langt das? Zack. Na also. Ist hier sonst noch irgendwas Geiles? Nein. Es ist schon komfortabel, das eingebaut haben, dass man die Sachen vom Zauberer auch einfach wieder zerstören kann mit Linksklick. Ich höre hier doch schon wieder Goblins. Warum? Autsch. Das ist nicht gut, dass Pontius da einen Abgang gemacht hat, aber wir holen ihn einfach wieder. Okay, wir holen ihn einfach wieder. Ich will das die ganze Zeit abblocken, aber das funktioniert natürlich nicht. Weg mit dir. Sie haben den Knochenbrecher erledigt. Aber wie werden Sie wohl mit der Hexe fertig? Auch so wahrscheinlich. Ist hier noch was? Nee. Hätte ja sein können. Gas. Ich hoffe, wir kommen unbeschadet dadurch. Was ist das für ein Apparat? Welcher Apparat? Ist es hoch genug? Ja. Oh. Na, okay. Holen wir die mal wieder. Keine Experimente. Weil ich weiß nicht, wie wir da hochkommen sollten. Weil selbst mit Schwingen komme ich ja gar nicht so hoch. Ich meine, es war knapp, aber nee. Oh, schön. Dunkelheit umhüllte den Sumpf
als die Nacht hereinbrach. Da erschien ein vertrautes Licht und erhellte den Weg. Wo denn? Ein riesengroßes Baumhaus. Eher ein Baumschloss. Und der Trine möchte, dass wir reingehen. Ach, der Trine könnte uns besser mal an einen netten Strand bringen. Gehen wir rein. Raune Möglichkeit. Die Fackeln im Baumhaus flackerten nervös, als die Helden eintraten. Oh, die sind ganz schüchtern, es Fackeln. Es schien unwahrscheinlich, dass das Haus einer Blume gehörte, nicht einmal einer intelligenten, sprechenden Blume. Aber die Wärme im Haus war eine willkommene Abwechslung nach einem Tag im Morast. Offensichtlich ist dies das Heim einer Hexe. Hexen mögen Zauberer nicht besonders. Eine Hexe, sagst du? Ja, ich lass mich hier mal einfach rein, ne? Da ist ein Eintopf. Was für ein hübsches Häuschen. Da könnte man doch echt drin wohnen, oder? Ich meine, gut, ich würde umdekorieren, aber ansonsten, und ich würde die Spinnenweben wegmachen. Oh, dieser Spiegel scheint ungewöhnlich zu sein. Sawyer, kannst du bitte einmal auf ihn schießen? Ja, da kommt man dann unten raus, ist klar. Wie sind diese Hebel? Habe ich überhaupt nicht gebraucht. Sieh nur, das Portal bewegt sich. Krasses Rätsel. Sind hier irgendwelche. Wow, dicke Spider. Hör auf, aus, weg. Nein, nicht giften. Okay, das scheint irgendwie nicht. Ah, jetzt. Bäh, wie sie zerplatzt. Widerlich. Ja, schon angenehm. Im Sauna. Man sagt doch, Hexen würden Babys fressen. Ein Glück, dass du kein Baby bist. Keine Bange, ich werde dich beschützen, Amadeus. Okay, da oben kann ich mich nicht festmachen. Keine Ahnung, ob ich die Rätsel gerade so löse, wie sie gedacht sind. Wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja das Tolle an dem Spiel. Okay, wieder zwei Portale. Ich habe ein paar Petromobile gebaut. Was passiert, wenn wir so machen? Bringt mir das was? Nein, nein, nicht mit so viel Schwung bewegen.
Okay, Moment, wir machen das hier nach da und das andere nach da. Jetzt kommen wir fast hoch genug. Also eigentlich kommen wir hoch genug. Ich war nur zu zögerlich, glaube ich. Was? Nein. Im Baumhaus fanden sie weitere Spiegel. Eine vorsichtig herbeigezauberte Kiste würde zwischen den Portalen hin und her hüpfen und den Helden helfen, über die Lücke zu kommen. Hätte ich jetzt nicht runter sollen. Da hatte ich es nämlich eigentlich. Warte, das war doch auch nicht schlecht, oder? Ja, warte. Da, auf die Kiste. Und dann wird die zerstört, wenn wir da durchgehen. Nein, zu früh. Denk jetzt drauf, auf die Kiste rauf zu springen und dann wiederum rüber zu springen. Genau so nämlich. Warum hat die Hexe hier Kobolde lebt? Levelaufstieg und ein verpackten Kobold da oben. In den Anus geschossen. Das war nicht schön, aber hat funktioniert. So, was machen wir mit unserer angesammelten Erfahrung? Wir holen uns einfach mal Frostpfeile. Stand da, macht einen Floß auf dem Wasser. Macht einen Eisfloß auf dem Wasser. Oh, vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Wie deaktiviere ich Frosteffekte, haben sie gesagt? Ups, warte. Egal. Eigentlich doch auch so mit Scrollen, hätte ich gesagt. Wie beim Ritter zwischen den Waffen wechseln, aber irgendwie nicht. Kann ich das nochmal nachgucken? Da nicht. Da immer eine neue Kiste nach, da kommt immer eine neue Kiste nach.
Woher haben die die ganzen Knochen? Und warum eigentlich bei der Hütte der Hexe? Hier haben wir wieder Hebel. Oh, hier ist ein krasser Bonusbereich. Ich vergesse immer, dass man Gegenstände jetzt auch drehen kann. Nein, 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 nein. Lass mich nicht im Stich. Richte dich auf. Komm. Jetzt machen wir das erstmal mittig. Nein. Nicht so. Nein. Langt es auch schon. Ich glaube, ich habe es da eigentlich eingeklemmt zwischen den beiden. Ja, langt. Schick. Ja, okay. Ist nicht so wild. Feuer heiß. Nein, nein, nein. Ich muss sagen, gut, dass wir Mana entfernt haben. Das war auch eine absolut unnötige Mechanik. Im ersten Teil, weil es nicht so wie hätte man Mana-Probleme gehabt. Kann ich nicht einfach auf den Rand davon drauf hüpfen? Machen wir das mal ein bisschen so. Ah. Aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem in der Zeit hin. Ach komm, geh da hoch. Vielleicht auch nicht. Also gut wäre es zum Beispiel, wenn der Kessel glühen würde, dann würden da Blasen rauskommen und dann könnte man mit dieser Blase nach oben reiten. Aber wir können es natürlich auch... Ach komm, das war's doch fast. Nein, da war jetzt so ein komischer Leck. Aber es geht. Zu Rätsel lösen. Wenn es auch so geht. Wahaha. What the shit. Das ist nicht nett, was ihr hier macht. Schnell drehen. So schwer ist der nicht. Oh.
Ja, also. Gott sei Dank, ey. Hat ein störrischer Hebel. Ja, das war auf jeden Fall eine weitere Folge. Schwein, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ihr mögt Dark Souls? Ich auch. Dann abonnier doch meinen Kanal. Klick dieses Video. Klick das Video. Auch wenn ich kein Dark Souls Let's Play habe.